Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Wir sind hier im Eridmer bzw. Alkamot und gehen Nebenaufgaben nach. Und genauer gesagt wollen wir, glaube ich, gerade hier hin. Genau, wo das einzige blaue Ausrufezeichen ist. Aber irgendwie kommt man da nicht so recht hin. Das heißt, ich werde mich, glaube ich, nochmal hier hin porten und versuche mal dahin zu schwimmen. Und dann wahrscheinlich da ankommen und feststellen, dass man sich doch irgendwie hätte porten können. Ne, hier ist ja sonst gar nichts mehr. Ich denke mal, na gut, ich könnte nochmal ganz an die Spitze da laufen und gucken, aber... Außer so ein bisschen blauen Sammelkram macht es mir sonst nicht den Eindruck, als wenn hier noch großartig was wäre. Zack, zack, zack. Ja, und dann ist hier auch Ende. Ja. Gut, die Alternative wäre von hier zu schwimmen, aber das scheint mir weiter zu sein. Kann man denn hier von diesen Dingern überhaupt runterspringen? Hier nicht? Aber dann, wie soll es dann gehen? Ah doch, von hier geht's. Da rechts ist auch noch eine Höhle. Vielleicht führt die auch dahin? Wir gehen mal, wir schwimmen mal. Ah, man sieht es hier sogar so ein bisschen. Ja, es sieht fast so aus, als wenn die Höhle... Ah, vielleicht ist es dann doch nicht so weit zu schwimmen. Obwohl... Ich wollte gerade sagen, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Vielleicht auch doch. Aber es sieht mir fast so aus, als wenn man durch die Höhle auch dahin kommen würde. Da ich dann weniger zu schwimmen habe, zumindest ein bisschen, jetzt sieht man es doch. Ja, ja. Nehme ich lieber die Höhle. Laufen ist bequemer. Aber da führt tatsächlich kein Portpunkt hin, so wie es sieht, so wie es aussieht. Damit hätte ich ja jetzt fast nicht so gerechnet. Die Frage ist, wäre es dann doch was wert, das Ganze hier mal schwimmenderweise zu erkunden? Aber da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf, dieses ganze Meer einmal abzuschwimmen. Und schon gar nicht mit Aufnahme, ehrlich gesagt. Gut. Ach, guck mal, das ist, das führt sogar eventuell in so einen abgetrennten Bereich. Da ist nur die Frage, liegt der höher oder tiefer? Aber wahrscheinlich eher höher, ne? Dann hoffe ich mal, dass man von hier aus diesen anderen Bereich betreten kann. Ach, guck mal, ich musste sogar hierher wahrscheinlich. Andersrum hätte es gar nicht geklappt. Ach, manchmal fügen sich die Dinge doch einfach. Das ist doch herrlich. Und hier sind auch noch ein paar von diesen komischen... Ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Ach. Von diesen Stellamaren, die ich auch noch besiegen muss. Ich glaube, eins oder zwei waren davon noch übrig für irgendeine Monstermission oder so. Hey, ach so, wir sind auf den da drauf. Oh, ich glaube, ich habe hier irgendwie was verkackt beim Anvisieren. So. Naja, mit den beiden sollte es dann auf jeden Fall irgendwie geklappt haben, diese Quest zu beenden. Ja, sag ich doch. 4 von 5. Dann bist du noch das Letzte. Ich glaube, hinter mir hat mich noch was angegriffen. So, die Monstermission hätten wir auf jeden Fall erfüllt. Und irgendwas kämpft hier, glaube ich, noch, ja. So, wenn den mal jemand umschubsen würde, könnte man was draus machen. Ah, nee, es hat nicht doch... Es hat zwar nicht direkt zum Verlängern gereicht, aber es hat auch so funktioniert. Ja, mit Herzchen sogar. So. Es war ein bisschen mehr Action, als ich erwartet hatte. Aber auch das haben wir natürlich souverän gelöst. So, was brauchen wir jetzt hier noch? Den Cremebehälter. Ernsthaft, hier haben die den verloren. Ohne Witz. Da sage ich mal nichts zu, wie der hier hingekommen ist, ja?
Oh, guck mal, ein Temposonit, Stufe 4. Oh, der ist auf unserer Stufe, das könnte hart werden. So, ich muss eigentlich erstmal den machen, um die Stacheln darunter zu kriegen. Zack. Mal gucken, wie das Ganze dann aussehen wird. Muss ich jemanden heilen? Einmal wegducken hier. So, ich... Ah, das tut gerade richtig weh. Ich müsste mal die Dornen loswerden. Boah, dass das nur so wenig anhält. So. So, einmal so. Blutung. Du kickst den mal. Kriegen wir eine Verlängerung? Nein, leider nicht. Aber vielleicht kriege ich ihn jetzt ohnmächtig. Oh, ich wollte gerade sagen, unser Tank ist so gut wie tot. Und ich kriege ihn jetzt auch nicht wiederbelebt. Das ist super schlecht. Ja, dann sterben wir jetzt. Oh ne, er lebt auch wieder. Aber jetzt ist es vorbei. Oder werde ich wiederbelebt? Nee. und hier war noch niemals ein Teleportpunkt. Okay, es ist schon machbar. Ich hatte ihn so gut wie. Nein, ernsthaft? Jetzt kann ich wieder darüber schwimmen. Es ist auf jeden Fall machbar. Hätte ich eine Angriffskettenverlängerung gekriegt im richtigen Moment und wäre mir nicht direkt danach Dunbin verreckt und hätte ich mal gecheckt, dass er wieder aufgestanden ist, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Aber ich finde, hier merkt man schon, da muss ich auch mal gucken, wie ich das zukünftig handle, dass die Heilung von Ricky doch deutlich beschränkter ist als die von Schala, denke ich mal. Er hat ja eigentlich auch nur einen Heilskill. Aber gut, dafür macht er auch Schaden, ne? Dafür dauern die Kämpfe dann auch nicht so lange. Es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, so ein bisschen Schaden macht Schala mit ihren Auto-Attacks ja auch. Aber es sind halt auch nur Auto-Attacks, ne? Die ganzen anderen Skills, die sie hatte, waren echt Support-Skills gewesen. Vielleicht hat sie jetzt auch noch ein, zwei Schadenskills dabei, aber ich vermute mal, viel mehr wird es bei ihr auch nicht. Müsste ich nochmal reingucken. Naja. Können wir immerhin wieder blaue Kügelchen einsammeln. Ein Special Item. Special Items sind immer gut. Die scheinen mir irgendwie mit am seltensten zu sein. Die fehlen mir zumindest öfters. Nee, das sind normale. Die lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Und du bist der Named. Korrekt. Korrekt. So, dann probieren wir es nochmal, würde ich sagen. So, direkt mal runter die Stacheln. Direkt einmal wegducken. Oh Gott, ey. So, Monado. Oh Gott. So, dann probieren wir es ja nochmal mit unserer Angriffskette. So, kriegen wir mal eine Verlängerung hin. Das wäre so prima. Ohnmächtig 7000 Schaden. Naja. Yeah.
Boah, er hat nicht mehr so viel Leben, unser Tank. Auf jeden Fall erstmal die Dornen runter. Jetzt kriegt unser Tank mal eine Heilung von mir. Ja, use a chain attack and finish this. Das hört sich doch sehr gut an, würde ich sagen. Bums, Ricky, zack. So, 17.000 Schaden. Ja, ich würde sagen, jetzt könnten wir das durchprügeln. Mission erfüllt, Gott sei Dank. 50.000 Belohnung, ja nett. Und eine Mar Silberplatte. Und ein paar Harmoniemünzen und noch eine Truhe. Ja, 50.000 Belohnung, das ist schon einiges, würde ich sagen. Schild, Ramtok und Quetschwächter. So, auch wenn wir ihn gerade nicht benutzen. Oh, der Schild, Ramtok, den hatte ich schon ein paar Mal. Toll, sah so gut aus vom Loot her und war dann doch irgendwie nur Schrott. Ein bisschen Äther nehmen wir natürlich mit. Sehr gut. So, und hier ist der untere Teil der Uninsel, der von Level 85 Typen bewacht ist. Auch nicht schlecht. Eigentlich laufe ich hier nur mal rum, um zu gucken, ob es nicht irgendwo nochmal einen Wegpunkt gibt, aber anscheinend ist diese Küste hier nicht mit einem Wegpunkt gesegnet. Was ein bisschen schade ist. Aber gut, mit den Level 85 Typen da will ich mich jetzt auch nicht anlegen. Nee, dann. Ich gehe mal davon aus. Okay, da ist irgendwas im Meer, was Rotes. Wir müssen mal unsere Quest abgeben, ne? Erstatte Kuralt-Bericht. Dann machen wir das. Ach so, genau, es waren ja die beiden Reisenden, die erst ganz, ganz dringend Wasser brauchten. Und nachdem wir den dringendsten aller Gegenstände für sie besorgt haben, ist ihnen eingefallen, sie brauchen noch was ganz, ganz Dringendes, und zwar ihre Creme. Yes? Oh, ihr habt sie gefunden? Wo lag sie denn? In der Nähe der Ätherader? Dann habe ich sie tatsächlich während des Abbaus verloren. Tut mir leid, dass ich eure wertvolle Zeit beansprucht habe. Ich hätte mich selbst nochmal bei der Ätherader umsehen sollen. Ja, das hättest du vielleicht tun sollen. Dann hätte ich euch eine Menge Lauferei erspart. Aber wie dem auch sei, ich bin euch wirklich dankbar. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Geschafft, Ende aus. Jetzt Festessen. Dank euch muss ich mich von Sein nicht mehr zusammenstauchen lassen. Das habt ihr gut gemacht. Dankeschön. Danke für die warmen Worte. Physisch ab und Äther. Ah ne, physisch Abwehr hoch und Äther Abwehr hoch. Und eine neue Quest. Ey, ja, genau. Ja, ja, wir brauchen nur das Wasser. Es ist, nee, nur das Wasser. Bei sonst müsst ihr uns nicht, bei sonst was müsst ihr uns sonst nicht helfen. Ja, ist klar. Es könnte sein, dass ich erneut eure Unterstützung brauche. Ich mache mir Sorgen um unsere Vorräte. Worum genau geht es denn? Ja, erklären, so dass Ricky auch versteht. Ohne Nahrung können wir unsere nächste Reise vergessen. Dieses Mal werden wir länger von zu Hause fort sein, deshalb brauchen wir auch viel mehr Proviant als sonst. Ich habe mal von einer gigantischen Leber gehört. Lecker. Sie soll sehr lange haltbar sein und äußerst nahrhaft. Es ist die von Seegrund ortlos in der Nähe von Kolonie 9. Ich komme dort jedoch nicht hin. Könnt ihr sie mir beschaffen? Ja, mal gucken. Gut, wir kümmern uns drum. Dann schauen wir mal. Wo uns das bei Kolonie 9 so hinführt. Nee, ich will nicht tauschen. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, Kolonie 9, da gab es auch eine Gegend, die ein bisschen höher levelig war. Es kann sogar sein, dass das Stufe 30 Monster oder so waren. Das war, glaube ich, hier gewesen. Beamen wir uns mal hier hin. Und schauen wir mal, wo wir da letztendlich hin müssen. Vielleicht auch ganz woanders. Das will ich nicht ganz ausschließen. Aber das wäre jetzt so mein erster Verdacht. Ja, und ich lag gar nicht so falsch, würde ich sagen.
Wie kommen wir hier möglichst schnell runter? Ich weiß zumindest, dass als ich das erste Mal da war, waren sie weit über meinem Level. Und ich habe gut gekotzt, weil man da auch irgend noch ein Quest-Item looten musste. Aber jetzt kann es sein, dass sie tatsächlich irgendwie so 35 oder so waren. Und dass man das dementsprechend jetzt alles schaffen kann. Das war ursprünglich mal da hinten auf der Insel gewesen, die eine Quest. Aber jetzt wollen wir doch leicht woanders hin. Ach, guck mal. Diese Viecher, von denen haben wir auch noch nie eins umgematcht. Ich hoffe mal, die ist nicht Stufe 95, wie so das eine oder andere von diesen Viechern, was ich so gesehen habe. Stufe 40, oh mein Gott, unten, aber gut, 4 Level unter mir. Und ein Named Mob. Ich würde auf jeden Fall versuchen, am Strand zu bleiben, damit Ricky auch was machen kann. Aber gut. Er ist jetzt eh hier am Strand. Nur wenn Ricky sich hinter ihm positionieren will, dann könnte es übel werden. Aber Hauptsache, keine Stacheln. Der Rest ist dann schon okay. Dance with me. Hält auf jeden Fall gut was aus. Oh, was hat er denn da gemacht? Ein Body Slam? jetzt ist Ricky wieder im Wasser, ey. Ich hasse es. Kannst du mir hinterherkommen, Ricky? Komm, dann mach mal von hier vorne eine Chain Attack. Ich hoffe, Ricky ist jetzt beteiligt, aber so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, es sieht so aus. Nee, es sieht nicht so aus. Naja, leider keine Verlängerung. Gut, dann auch nochmal ein Knockout für ohnmächtig. Knockout für ohnmächtig hat nicht geklappt. Oh, ich wollte gerade heilen. Das hat jetzt anscheinend doch jemand anders übernommen. Ich stehe hier irgendwie eingequetscht. Hilepon, very cool. Oder was sagt er? So, ich würde sagen, so langsam haben wir das hier irgendwie im Griff. Wir können ja mal eine rote Kette machen. Bamski. 16.000 immerhin. Ich hätte mir noch eine Angriffskettenverlängerung gewünscht. So, einmal ein bisschen aggro loswerden. Oh, was sehen wir hier? Verbeißen auf Dunban. Ja, da müssen wir mal unsere Monado-Kraft einsetzen. So, weg ist es. Und damit dürfte es jetzt auch vorbei sein. Ortolus Leber, da haben wir sie schon. Und Schrötenschuppe. Ja, cool. Haben wir auch mal einen von diesen Riesenschildkröten besiegt. Das finde ich total gut. Glasstock und Kletterleggings und Liga-Rüstung. Glasstock, Kletterleggings und Liga-Rüstung. Ach, Glasstock brauchen wir im Moment gar nicht. Ja, die Kletterleggings ist ganz nice. Für ihn auch. Ich glaube, er hat sie an. Liga-Rüstung. Naja. So, und hier haben wir noch was Stufe 9-mäßiges, wo ein Ausrufezeichen dran ist. Das kann eigentlich nur irgendein Drop oder so sein. Das kann... Monstermission Teil 2. Achso, das könnte eine Monstermission hier aus Kolonie 9 gewesen sein. Ja gut, dass wir die auch mal abgeschlossen haben. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder Zeinbericht erstatten. So, und es müsste dann auch hier sein. Dann beamen wir uns mal direkt richtig. Und mal gucken, ob das jetzt endlich mal alles war, was sie haben wollten.
Wenn das immer noch nicht alles war, dann weiß ich es auch nicht. Are you that? Oh, die Ortlosleber, ich schulde euch was. Jetzt kann unser Abenteuer endlich losgehen. Wir sind bereit zum Aufbruch. Kuralt und ich freuen uns riesig auf unser neues Abenteuer. Wenn wir wieder zurück sind, erzählen wir euch alles haarklein. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Gut gemacht, Schulk. Du machst zusehends Fortschritte. Dunben, danke für die warmen Worte. Ich werde mir weiter Mühe geben. Wir danken euch vielmals. Ihr habt uns beiden wirklich sehr geholfen. Mithril-Schmuck, Mithril-Stulpen, aber noch nicht mal irgendwelche Sockel drauf oder so. Das kann man eigentlich direkt in die Tonne kloppen. Zumindest nach meinem Verständnis. ja. Keine aktive Mission. Haben wir ja schon einige gemacht eigentlich. Brücken bauen. Sprich mit Lesuina. Ziel ist nun inaktiv. Dann stellen wir doch mal eine Zeit ein. Wann ist sie denn aktiv? Abends? Jo. So, da vorne läuft sie rum. Hallo? Ich spreche nur mit... das hatten wir schon mal. Ich spreche nur mit Hochhensia. Okay, Brücken bauen, ich spreche nur mit Hochhensia. Das sollte ich mir merken. Rückenschmerzen. Besiege 6 Bogelnkutten am Iridmeer. Jetzt ist sie rot. Achso, wahrscheinlich, weil es nicht mehr die aktive Quest ist. Und dann reisen wir ins Eridmeer und gucken wir mal, wo wir diese Viecher besiegt bekommen. ja. Sind gar nicht mal so viele und ich kann auch gar nicht so gut hinreisen. Von daher muss ich wieder auf diese Plattform da oben laufen. Ach, hier sind wieder diese Fischis, von denen ich auch noch was brauche, richtig? Aber sie sind zu weit weg. Also mal hat es gepasst, aber jetzt sind sie gerade wieder zu weit weg. Na gut. Es gab auch noch irgendein Monster oder so. Das musste man, glaube ich, bei Sternschnuppennacht besiegen. Da muss ich jetzt doch mal gerade gucken. War das eine Herausforderungsmission? Besiege an dem nur nachts anwesend. Aber da steht nichts. Also irgendwo stand bei, glaube ich, dass das nur geht, wenn hier der Sternschnuppenregen ist. Ach da, nur der ist es. Dann machen wir den doch jetzt gerade mal. Und ziehen den mal vor, wo hier gerade Sternschnuppennacht ist. Da unten. Kommt man da auch wieder nur schwimmenderweise hin? Es könnte durchaus sein, da ist auch so eine Abbaustelle. So, wo ist die Richtung, in die wir müssen? Grob. Grob da hinten irgendwo. Da vorne auf der Insel eventuell. Okay, wir haben auch gerade mal 20.45 Uhr, das heißt, die Nacht hält noch an. Jo, es ist schon in Sichtweite. Von daher passt das schon. Er müsste auch direkt hier am Strand irgendwo stehen. Wir sehen es, glaube ich, nur noch nicht.
Und da ist auch noch was Rotes, wahrscheinlich auch so ein Fischi, der da irgendwo rumschwimmt. Okay, da sehen wir schon mal das blaue Ausrufezeichen, aber wir sehen noch nicht das Viech dazu. Entweder ist es sehr klein oder es hat keine hohe Renderdistanz. Oh. Warum schwimmt hier einfach so ein Level 85 Viech rum? Der Ordnungsbandas, aber gut, der ist immerhin nur 39 und hat keine Stacheln oder so. Von daher gehen wir mal drauf da. Oi, er liebt. Wir sind gar nicht in einer Angriffskette. So, dann haben wir direkt mal unsere Angriffskette hier raus. Rot. Von hinten Zusatzschaden. Keine Ahnung, ob er von hinten war. Okay, er darf ihn einmal umboxen. Wie kann man das verkacken? Ohne Witz. Ja, Timing is everything. Ich weiß. Oh, jetzt liegen wir alle am Boden. Aber Gott sei Dank macht er, glaube ich, nicht so viel Schaden, als dass man das nicht verkraften könnte. Und jetzt gerade klappt das auch mit der Aggro ganz gut. Keine Ahnung, ob das eventuell an dem Technik-Edelstein, also weniger Aggro bei Techniken, liegt. Ja, nur die Heilung bei wirklich schwierigen, fetten Gegnern, die macht mir doch in dieser Konstellation ein bisschen Schaden. Aber ich habe wirklich von vielen gelesen, die das so spielen. Und sagen eigentlich, dass das ausreichen würde. So, Mission erfüllt. 45.000. Na gut, die geben aber hier die Herausforderungsmissionen, die geben auf jeden Fall Fettkohle. Schlangenrüstung und schweres Beinzeug. Schweres Beinzeug kann Dunben sogar tragen. Rückwurfresistenz. Was hat er aktuell drauf? Sofort Todresistenz. Naja, was er aktuell anhat, scheint mir dann doch ein bisschen ausgeglichener zu sein. Von daher vielen Dank. Und wir gehen mal gucken, was hier noch rot ist. Ist das blaue Kügelchen da? Ja, anscheinend. Nimmers. Nimmerleins Mohn. Von dem haben wir auch schon das eine oder andere mittlerweile eingesammelt. Der liegt auch nur so vereinzelt hier überall rum anscheinend. So. Oh oh. Eigentlich wollte ich ja da hinten nochmal abbauen gehen. nein. Ich habe es mir gerade spontan anders überlegt. Ja gut. Ansonsten ist ja auch nicht viel auf der Insel. Auch kein Reisepunkt drauf. Bisschen schade. Aber jetzt können wir eigentlich mal Quest weitermachen, wo wir ursprünglich mal hin wollten. Brücken bauen wollten wir nicht, das weiß ich noch. Rückenschmerzen war, glaube ich, der letzte aktive. Genau, gehen wir mal hier hin. Und fahren jetzt mal irgendwie da rüber von hier. Dann sind wir ja questmäßig dieses Mal ganz gut vorangekommen. Also wir haben einige der Herausforderungen gemacht. Ich glaube zwei oder waren es sogar drei, ich weiß es nicht. Wenn wir die Quest jetzt auch noch abschließen würden. Ja, und dann gehen wir gleich mal hin. Obwohl, ist glaube ich egal. Er schickt einen hier in beide Richtungen. Ein letzter von dem Bogen kutteln. Bums. Und erstatte Bericht. Das machen wir natürlich auch noch.
Leider sieht man ja so tatsächlich nicht so ganz genau wo, ne? Ja, hier sind wir schon ganz richtig. Immer irgendwie noch eine erhabene Insel und ein erhabenes Gebäudeinneres hier. Sieht schon echt cool aus. Gut, hier hast du deinen Kram. Welcome. Warum drehst du dich um? Vielen Dank, dass ihr diese Mission übernommen habt. Mir fehlen die Worte. Ich hatte endlich ein gutes Gespräch mit Larschen. Durch eure Hilfe hat er etwas eingesehen, sagte er. Er hat endlich verstanden, wie besorgt wir um ihn waren. Sein Verlangen, noch stärker zu werden, hat uns alle belastet. Dank euch hat er das endlich eingesehen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Geschafft, Ende aus. Jetzt Festessen. Das ist eine Entschädigung für all eure Mühen. Bitte nehmt sie an. Dankeschön, sage ich mal. Goodie. Und ich sage auch hier erstmal zu euch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.